Servus und willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserer kleinen Merrily. Ja, es ist jetzt knapp 2 Wochen her. Viele wissen ja schon, was los war. Ich war am Fuß verletzt, musste knapp 10 Tage eigentlich liegen. Das heißt, ich konnte kaum am PC sitzen, weil ich mein Bein immer hochlegen musste und Antibiotika genommen habe, etc. Mir geht's aber inzwischen wieder besser, das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall wieder aufnehmen. Mit Merrily haben wir, wie gesagt, schon eine sehr, sehr lange Pause gemacht. Sindol lief ja irgendwie noch so im Hintergrund, das war jetzt, da lag jetzt quasi mein Fokus drauf die letzte Zeit. Und ja, Merrily habe ich ein bisschen vernachlässigt, jetzt geht's aber auf jeden Fall mit dem Fuß wieder. Ich kann wieder stundenlang am PC hocken und aufnehmen, ohne Probleme. Und das werde ich jetzt natürlich auch machen. Ich habe es vermisst, mit unserer kleinen Merrily zu spielen. Das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt ohne lange zu drödeln direkt starten. Ich habe mir jetzt mal die letzte Folge angeguckt, beziehungsweise mal kurz drüber geflogen und habe gesehen, dass wir hier nach Rikki-Tun geschickt worden sind. Vom Abendlicht-Braugarten aus. Da haben wir ja schon einige Quests erledigt. Einige gibt es dort scheinbar noch, die wir wohl letztes Mal noch nicht annehmen konnten. Und ich würde sagen, dass wir in der Folge auf jeden Fall mal mit den Quests hier in Rikki-Tun anfangen. Ich hoffe mal, dass wir sie fertig bekommen. Und ja, nehmen wir die einfach mal an. Das Gefäß des Heils. Ich weiß, wonach ihr und das Pandamädchen sucht. Wir können den Ritus für euch abhalten. Später. Vorher benötige ich aber Hilfe. Die Saat fällt von unserem großen Mutterbaum. Sie einzusammeln ist unsere Aufgabe, selbst in gefährlichen Zeiten wie diesen. Begleitet meine Sänger zur Muttersaat, damit sie sie zur Sammelgrube zurückbringen können. Alles klar? Und Merrily Tank. Ich habe einige Kommentare bekommen, die meinen, dass Merrily viel zu wenig Schaden macht und dass es irgendwie langweilig ist, die Folgen sich anzugucken, einfach weil sehr lange einfach nichts passiert. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich werde jetzt bis Folge 400 auf jeden Fall noch hier in der Tank-Skillung bleiben. Danach werde ich mit Merrily, habe ich auch schon im Sindol-Let's Play erzählt, ich kann eigentlich derweil hier die Quests annehmen. Ich würde sagen, wir nehmen die Quests an und während ich die Quests mache, erzähle ich euch am besten, wie das mit Merrily weitergehen wird. So. Berichtet mir von euren Reisen. Ja, von den 10 Gesängen. Urzeitliche Geisterzauber. Ich vermute, wir werden die Hilfe dieser Waldgeister benötigen. Wir haben 2 verzauberte Dolche, die mit Holz und Schatten aneinander gebunden sind. Jetzt brauchen wir jemanden, der unser Artefakt mit alten Geisterzaubern belegt. Zeigen wir den Waldgeistern doch, dass wir es gut meinen, bevor wir sie um einen Gefallen bitten. Ich habe gehört, wie ihr Anführer Nebellauerer erwähnt hat, die mehrere Dorfbewohner entführt haben. Wenn wir diese Nebelviecher töten, bekommen wir im Gegenzug vielleicht die Geisterzauber. Alles klar? Und dann haben wir hier noch was. Feurige Flügel. Ich glaube, das alte Stück Papier erwähnt irgendwas über feurige Flügel. Die kleinen Drachen hier in der Gegend haben Flügel und die sind irgendwie feurig. Ihr seid schneller als ich. Versucht doch ein paar von den Drachen zu fangen oder zumindest ihr Pulver abzuschütteln. Es lohnt sich nicht, einen harmlosen kleinen Drachen zu töten, wenn man nichts weiter von ihm will als den Glitzerstaub von seinen Flügeln. Okidoki. 88 Flatterlingsstaub. Hat die Quest ein Nazi erstellt? Hallo. Wie kommt man auf 88? 180? Irgendwas? Aber warum 88? Egal. Der Schrecken nimmt zu. Okay, die haben wiederum keine Stimme irgendwie. So reden die. Aber ich mag so die Quest nicht vorlesen. Der Schrecken nimmt zu. Wir sind vor den Mantis geschützt. So lautete das Abkommen, das vor vielen Jahrtausenden geschlossen wurde. Es gibt jedoch Mächte, vor denen wir nicht sicher sind. Die Kypariten im Untergrund im Westen suchen uns heim, verfolgen uns, fressen uns sogar auf. Ebenso laben sich die Nebellauerer an uns. Helft unserem Volk, Außenseiterin, bezwingt die Kypariten. Ich bin kein Außenseitermann. Alle auf der Welt lieben mich, alle in Azeroth lieben mich. Unglaublich. Ja, wir haben alle Quests angenommen, 4 Stück hier drumherum. Dann kann ich euch jetzt mal erzählen, was ich mit Merrily so plane. Wie schon erwähnt, bis Folge 400 bleibe ich hier in der Tankskillung und werde gucken, dass wir hier tatsächlich alle fehlenden Quests machen können. Im Tal der ewigen Blüten haben wir, weiß ich gar nicht, was das für Quests sind. Auf jeden Fall in der Krasarang-Wildnis haben wir noch 2 Quests. Schreckensöde sind wir gerade, Jadegipfel, Kunlei-Gipfel haben wir schon alles erledigt. Der vermisste Händler, keine Ahnung, wo das ist, mein Gatte, keine Ahnung, wo das ist. Hier haben wir auch nicht mehr allzu viel zu tun. Das war ein Daily Quest, soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, eventuell werden wir bis Folge 400 nicht mal wirklich Material haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das erledigen. So, da müssen wir Muttersaat aufheben. Dann machen wir das mal. Ja, Folge 400. Merrily, danach eine kleinere Pause, würde ich sagen. Sollen wir das zurückbringen? Was sollen wir denn damit machen?
Bringt Muttersaat zurück zur Muttersaatgrube. Alles klar, das scheint zu stimmen, was wir hier gemacht haben. Ja, wie gesagt, bis Folge 400 Merrily so, wie ihr es kennt. Und ab Folge 400 erstmal eine kleine Pause, wo ich dann mal gucken werde, dass ich mich eventuell so ein bisschen in die Damage-Dealer-Skillungen vom Krieger einspiele, weil habe ich noch nie gemacht, muss ich ehrlich sein. Ich habe noch nie Furor gespielt, ich habe noch nie Waffen gespielt und ich mag dir natürlich keinen Scheiß erzählen, deswegen möchte ich mich da ein bisschen reinlesen, ein bisschen rumprobieren, eventuell mal gucken, dass ich ein bisschen Equipment für Damage, für die Damage-Skillungen bekomme. Aus Instanzen oder, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, eine kleinere Pause mit Merrily. Das heißt, es wird danach erstmal, denke ich, wieder so knappe zwei Wochen keine Merrily-Folgen mehr geben. Jetzt ist dann sowieso ja die Gamescom, da ist also alles ein bisschen stressiger. Ich werde das natürlich gucken, dass ich über die Gamescom-Zeit Folgen auf jeden Fall vorrätig habe für euch und die auch rechtzeitig hochlade, dass ihr da ein bisschen gucken könnt. Und ja, danach wird es, denke ich, mit Merrily unregelmäßig weitergehen. Teilweise in Damage-Skillung für zum Beispiel PvP oder auch Instanzen. Oder ja, auch in Tank-Skillung selbstverständlich. Werden wir natürlich nicht aufgeben. Wir haben ja eine duale Talentspezialisierung. Das heißt, wir können hier eine zweite Spezialisierung lernen. Das ist gar kein Problem. Wir können jederzeit zwischen den beiden Skillungen wechseln. Und ja, wie gesagt, unregelmäßiger. Wie unregelmäßig, beziehungsweise wie regelmäßig da dann noch Folgen kommen werden in die Richtung, weiß ich nicht. Habe ich mir absolut noch nicht ausgemalt, wie das aussehen soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt eine kleine Merrily-Pause machen werde, damit ich auch auf dem Kanal zeitlich ein paar andere Projekte starten kann. Ich habe das auch schon bei Sindol erwähnt. Ich möchte ein paar MMORPGs testen, so wie WoW. Ich spiele zum Beispiel aktuell, habe ich mit Guild Wars 2 ein bisschen angefangen. Da nehmen wir auf dem Kanal vom RioCut LP, vom lieben Rio, ein Guild Wars 2 Together auf. Mit Roger, mit Kitty, mit mir, mit Mitschke und mit Rio. Also so ein Fünfer-Let's Play Together. Da könnt ihr auch mal reingucken. Ansonsten, sehr gerne spiele ich aktuell privat Neverwinter. Würde ich gerne auch ein Video dazu machen oder beziehungsweise so ein paar Folgen auf jeden Fall, dass ich da mal so ein bisschen reingucke und euch das ein bisschen zeige. Das ist Free-to-Play, das heißt, da kann jeder absolut mal reingucken. Für lau und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel, da würde ich auch Videos zu machen. Ich möchte einfach noch ein paar neue Projekte starten und Merrily ist im Prinzip aktuell wirklich so weit entwickelt, dass wir hier nur noch besondere Folgen hochladen müssen, können, sollten. Einfach weil sonst nicht mehr genug zu tun ist. Wir haben jetzt in Pandaria eigentlich alles erledigt an Quests, was wir machen können. Natürlich gibt es Daily Quests zum Ruffarmen. Werde ich auch, denke ich mal, abseits des Let's Plays machen, dass sich Merrily einfach ein bisschen entwickelt. Vom Ruf her, von den Items her, eventuell auch wirklich von den Damage-Skillungen her, dass ich mich da wirklich mit anfreunde und wir auch diverse Folgen in Damage-Skillung aufnehmen können. Einfach, dass ein bisschen flotter alles vonstatten geht. Wird, wie gesagt, aber alles seine Zeit brauchen. Ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen eben krankheitsbedingt keinerlei Zeit, da irgendwas in die Richtung zu machen. Und deswegen wird sich das jetzt einfach alles ein bisschen nach hinten verzögern. Ich möchte einfach ein bisschen neueren Content auf den Kanal bringen. Merrily ist jetzt, wie gesagt, 400 Folgen. Wir sind ja seit über 1,5 Jahren knapp an diesem Let's Play dran. Macht Spaß, auf jeden Fall. Also so ist es nicht definitiv, aber ich brauche auch für mich persönlich ein bisschen Abwechslung. Sindol ist absolut frisch, das macht mir richtig, richtig viel Spaß und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Alternative auch für mich zu Merrily. Ich sage jetzt Alternative, weil ich eben Merrily ein bisschen zurückfahren möchte. Und ja, wie gesagt, andere Projekte, es gibt so schöne Spiele. WoW ist absolut eines meiner Lieblingsspiele, definitiv. Das steht außer Frage, das habe ich auch schon oft genug erwähnt. Aber ich mag einfach mal auch wieder ein bisschen was anderes machen. Und dementsprechend, ja, da wir mit Merrily eben schon sehr, sehr viel erreicht haben, möchte ich das einfach so ein kleines bisschen in den Hintergrund drücken. Wie gesagt, nicht komplett abschaffen, sondern so ein kleines bisschen in den Hintergrund drücken, dass ich eben Zeit und auch Motivation habe für andere Projekte. Und ja, so wird das mit Merrily weitergehen. Wie gesagt, bis Folge 400 geht es auf jeden Fall ganz normal weiter. Wie gewohnt, zweitägig, samstags und sonntags dann, jeweils eintägig. Und ja, muss ich eh mal gucken. 396. Folge ist das hier. Das heißt, insgesamt 5 Folgen noch. Oh, da unten haben wir einen Boss, so wie es aussieht. Da ist er tatsächlich. Hat nicht allzu viel Leben, den schnappen wir uns mal. Den können wir auf jeden Fall schnell totkloppen. Auch als Tank.
Aber wie gesagt, ich kann das schon verstehen, dass das nicht mehr ganz so spannend ist, hier zuzugucken. Einfach weil die Gegner wirklich stärker geworden sind und unser Damage, der stagniert aktuell so ein bisschen. Einfach weil wir nicht so gute Items haben und auch über die Quests keine guten Items mehr bekommen. Das heißt, ich muss zwingend in Instanzen reingehen. Ich muss schauen, dass ich besseres Equipment bekomme. Und da war halt einfach in letzter Zeit keine Zeit zu. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das alles entwickelt, ne? Ihr dürft auch gerne weiterhin in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch was wünscht. Also PvP wird auf jeden Fall kommen, das habe ich auch schon oft genug gesagt. Instanzen werde ich auch aufnehmen. Ich muss mir jetzt halt die Mists of Pandaria Instanzen mal für mich offscreen angucken, weil ich war noch nie in diesen Instanzen drin. Ich habe keine Ahnung, was mich dort erwartet. Dementsprechend möchte ich mir das einfach mal angucken, bevor ich da Videos zu aufnehme. Einfach damit das kein kompletter Fail wird. Ich möchte natürlich auf dem Kanal anständigen Content liefern und wenn wir dann irgendwie wegen mir, weil ich die Bosse nicht kenne oder die Instanzen nicht kenne, fünfmal wipen, dann ist das auch nicht geil. Und dementsprechend greift er uns an. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nehmen wir uns auf jeden Fall mal ran. Da unten scheint der zweite Boss zu sein. Ja, möchte ich mir halt die Instanzen für mich mal angucken, dass ich da so ein bisschen reinkomme. Und dementsprechend, Instanzen werden eben auch mit Merrily kommen. Die Mists of Pandaria Instanzen wurden inzwischen auch schon mehrfach gewünscht. Aber das braucht halt alles seine Zeit, weil ich halt auch privat auch nicht wirklich WoW zock. Ich habe mir jetzt zwar auf Blackhand eine Priesterin erstellt, neben Syndol, wo ich einfach mal wieder für mich ein bisschen spielen möchte. Da habe ich jetzt auch die Community-Gilde aufgemacht auf Blackhand bei der Horde. Da könnt ihr euch gerne auch bei mir melden, dass ich euch einladen soll. Im Prinzip kann jeder, der gerade online ist, einladen. Müsst ihr einfach mal irgendjemanden anschreiben, der gerade online ist. Von der Community-Gilde und dann werdet ihr da auch eingeladen werden. Ja, wie gesagt, da die Community-Gilde ist jetzt auch aktiv, sind noch nicht viele Leute da und ich hatte eben durch die Krankheit in letzter Zeit auch keine Zeit, mich da jetzt nochmal stark drum zu kümmern, aber das wird sich in den nächsten Tagen auf jeden Fall ändern. So, jetzt hier auf jeden Fall nicht sterben. Und wir machen halt wirklich wenig Schaden. Also wie gesagt, ich kann das verstehen. Wir haben jetzt knapp eine Minute gebraucht, um den Mob hier zu töten. Das ist auch nicht geil. Ich kann das absolut nachvollziehen. So, was müssen wir denn machen? Kyparit getötet und Flatterlingsstaub sammeln. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier zwei Kyparit finde. Nebellauerer. Ist das hier? Ah, tatsächlich. Das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich hier mit kaum Leben reingegangen bin. Aber ich schätze mal, ich werde das überleben. Ansonsten kann ich mir hier auch so einen Heiltrank reinschmeißen. Das ist ja kein Act. Die sind zum Benutzen da und nicht um im Inventar zu vergammeln. So, töten wir dich mal. Wunderbar. Kann man das eigentlich noch hier abbauen? Sehr gut. So, da ist auch nochmal Kyparit. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Jetzt wurden wir von zwei angegriffen. Das ist ein bisschen blöd. Ich gehe mal hier so ein bisschen in die Luft. So, das Kyparit ist hier stehen geblieben. Sehr gut. Na komm. Na, jetzt läuft er da wieder hinter. Was ist, wenn ich ihn da hinten pulle? Nee, kann ich nicht machen. Gibt es ja noch irgendwo Kyparit? Oder sind das die einzigen zwei? Das ist ja ein bisschen doof. Ah, der zieht hier zur Seite. Das ist natürlich klasse. Weil dann kann ich den hier so ein bisschen in die Richtung ziehen, ohne dass wir ihn da pullen. So, lala, machen wir den flott kaputt. Flatterlingsstaub können wir eventuell auch heute noch uns besorgen. Wobei, wir haben gleich die 15 Minuten voll. Ich würde sagen, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. So, dala. Mal gucken. Wir können ja die drei Quests schon mal abgeben. Dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. So, mal gucken. Einmal hier so hin. Das Gefäß des Heils. Ja gut, die Sache mit der Muttersaat hat sich erledigt. Jetzt können wir uns über eure Verzauberung unterhalten. Grad hatte keine Quest für uns. Wahrscheinlich erst, wenn wir alle abgegeben haben. Hallo. Urzeitliche Geisterzauber. Gute Arbeit. Ich habe gehört, wie sich die Waldgeister über uns unterhalten. Wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt. Okay, die hat auch keine Quest.
und der Schrecken nimmt zu. Es ist gut, jemanden von eurer enormen Größe in unserem Dorf zu haben. Ihr seid vielseitig verwendbar. Ja, das ist ja nett von dir, dass du so denkst über uns. Wunderbar. Wird beim Aufheben gebunden. Stärke, Ausdauer, Trefferwertung, Waffenkunde, Streitkolben, zweihändig, einhändige Axt. Okay. Ja, das ändert nicht viel. Das gibt uns 3 Trefferwert und nimmt 4 Waffenkunde. Also die sind eigentlich fast identisch. Und einen einhändigen Streitkolben mit Ausweichen und Trefferwertung. Würde ich sagen, lassen wir auch unseren Kolben. Vielleicht nehme ich einfach den kyparitischen Klauenkolben für die Damage-Skillung dann. Genau, das kann dann hier unten bleiben. Wunderbar. Dann scheint es hier erstmal keine Quest zu geben. Da werden wir wahrscheinlich erst den Flatterlingsstaub uns besorgen müssen. Werden wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge machen. Übermorgen am Donnerstag, ne? Am Donnerstag, richtig. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag um 18 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.